So, da sind wir wieder. Ich weiß nicht ganz, ob das ohne Ruckeln jetzt funktioniert, weil ich gerade das erste Video, was dann doch schon über eine Stunde war, das render ich gerade. Das Rendern dauert knapp 3 Stunden. Und ich habe gemerkt, dass ich das nur in halber Auflösung aufgenommen habe. Ich muss kurz gucken, ob ich jetzt in voller Auflösung aufnehme. Sagt Fraps, ja, Full Size. Half Size war standardmäßig eingestellt. Hier sind übrigens diese Iron Boots. Aber sieht trotzdem eigentlich noch ganz gut aus. So, und das erste, was ich jetzt machen werde, ist ein SMD-Card öffnen. Also eigentlich müsste ich ja von hier von den Red Rocks gekommen sein. Ich guck mal, was da ist. Das oben links in der Ecke, das ist ja so ein Fleck. Genau, das sind irgendwie High Mountains, oder? Dann fahre ich ja eigentlich von da. Aber das erste, was ich jetzt machen werde, ist ja, erstmal die Workbench. Wo ist denn der Workbench? Habe ich hier auch irgendwo gelassen. Mist. Wo habe ich meine Workbench? Habe ich die im Turm? Ich mache mal einfach eine neue. Wo ist meine Axt? Ich glaube, ich habe zu viel weggeworfen. Also, momentan klappt das mit den Frames, sehe ich gerade. Da kann ich ja immer ganz gut aufnehmen, während ich rendere. Das ist natürlich gut. Das muss ich jetzt leider ein bisschen machen. Genau, ich mache meinen Ofen und dann wollte ich mal eine Kartoffel kochen oder ein paar Kartoffeln kochen, um die Hungerleiste hier zu füllen. Kartoffeln. 8 Stück müssten das denn werden. Eine ist hier drin, also es sind dann 8 insgesamt. So, dann kann ich mir auch direkt noch eine Axt machen, eine weitere. Das ist keine Sticks. Workbench hätte ich gerne. Ach ja, einen Weizen brauchen wir ja auch noch. Das ist ziemlich wichtig, der Schad. Kriegt man auch Erfahrungspunkte für. Brauche ich nicht so unbedingt momentan. Ach ja, der Typ. Gut, mache ich das. Ja, einen Ofen kann ich immer machen. Ich brauche langsam echt einen Ort, wo ich dann eine Kiste hinstelle und meine Sachen reinpacke. Aber ich möchte das mal im Bett hier mitnehmen. So, dann gehe ich mal in die Richtung. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr genau, wovon wir kamen. Ich habe eine Red Rocks. Oh ne, ist wahrscheinlich hier auch so eine Insel wieder. Oh ne, jetzt habe ich, dass er automatisch gerade nach links gegangen ist. Oh. Ich brauche unbedingt Zinn, aber. Oh, da ist ein Creeper. Zinn findet man erst ab einer Höhe von 30 Blocktiefe. Ich bin jetzt bei 59, 60 sieht man unter der Minimap. Oh, 3 Herzen sogar. Ja, das Kämpfen muss ich erst wieder üben.
Ist mir gerade eingefallen mit dem Zinn, dass er Blocktiefe 30, glaube ich, ist. Oder 40. Ah, diese Teile sind cool, die hole ich mir. Ach, hier sind auch grüne davon. Da kann ich mir eine schnellere Pickaxe von machen und ein effizienteres Schwert und so. Ich will irgendwas wegwerfen. Oh, ganz schön viele, das ist cool. Dun dun dun. Dun 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 dun. Ja, die brauche ich dann nicht mehr. Oh, Sticks. Hier kommt jetzt kein Monster. Torches. Ach, Mist. Ach, Leiter habe ich nicht. Ich hätte gerne die Workbench. Workbench. Das brauchen wir auch nicht. Ember, das ist für Tomcraft. Ich merke gerade, Minecraft ist echt ein geduldiges Spiel. Aber wir wollten ja gar nicht, das hier übrigens der Waypoint. Mit dem Wolf, wir wollten ja eigentlich gar nicht jetzt hier in die Minen gehen. Das Wort erstmal. Ah, da ist Öl da hinten. Das habe ich wieder, das denn noch links geht automatisch. Ja, es scheint hier. Ah, ne, ist glaube ich keine Insel, das sind nur Flüsse. Das ist gut. Ich hasse es, wenn ein Festland so schnell. Hier ist eine Ölquelle. Die geht immer ziemlich weit bis nach unten, so eine Ölquelle. Wenn ein Festland recht schnell zu Ende ist, mag ich irgendwie nicht. Und dann einfach nur da hinten war Lava. Nur ja, so ein kleines Biom, wo man nicht lang laufen kann, finde ich nicht so cool. Weil Ozeanbiome, die sind meistens auch sehr lang. Also ich habe mal 30 Minuten lang bin ich nonstop mit einem schnell ein Jetpack über den Ozean geflogen und bin nirgendwo angekommen. Bin wirklich extrem groß. Hier, dieses Gestein ist sogenanntes Marbel, also ich glaube Marmor. Wo ist denn jetzt die Marmor? Hier ist doch orange. Oder? Moment, das ist aber Zinn. Dann haben die jetzt wahrscheinlich mit dem Update geändert, dass es doch vorkommt. Ich glaube, es war eh Kupfer oder ist es gar kein Zinn. Auf jeden Fall bauen wir jetzt schon schneller ab. Da ist Zinn. Zinn. Sehr gut. Ah, es geht schon schneller. Und jetzt in der Lava sterben. Ich würde gerne was von einem Marble mitnehmen, weil. Den kann man mit einer Säge gut schneiden und sich davon ein Häuschen basteln, ein erstes. Weil man kann es halt sehr schnell abbauen, nicht so wie Holz. Oh, kann ich nach unten bauen. Kupfer ist immer gut. So, muss ich halt wieder irgendwas wegwerfen. Bücher sind ziemlich wichtig. Und Workbench kann ich mir immer wieder machen. Aber ich guck auch hier noch irgendwelche. Oh oh, wird dunkel. Oh fuck. Oh, das ist Uran. Oh oh. Alles Herz ist gut. Ich hab grad ein bisschen geruckelt. Ach, da habe ich ja auf der Leiste noch eine Axt und eine Spitzhacke, habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier gehe ich lieber wieder raus. Und jetzt Nacht. Ja. Dann greife ich mal hier die Wand rein. Ja, schönes Kupfer noch mitnehmen.
erstmal eine Fackel. Dann zubauen. Komm schon. Bett haben wir dabei, sehr gut. Und schlafen gehen. Das ist schade, dass ich immer noch nicht die ganzen schönen Sachen zeigen kann und immer noch hier so rumdödel. Aber das ist wirklich das, was am längsten dauert am Anfang, diesen guten Platz zu suchen. Weil man will auch einen guten Platz haben, weil man halt die ganze Zeit dann an diesem Platz verbringt. Außer man nimmt alles wieder mit, was sau lange dauert. Und ja, es gibt noch so Möglichkeiten, das irgendwie zu transferieren. Braucht man aber, glaube ich. Ja doch, das würde funktionieren, aber da muss man sich wieder was ganz Neues bauen und so. Würde ich schon gerne einen Ort haben, der annehmbar ist, sag ich mal so. Nicht so 0815. Mal ein bisschen Marmorstein dann fahren. Ich werde mal wahrscheinlich in Hälften schneiden oder Viertel, damit ich ja mehr rauskriege sozusagen. Stack voll. Zweiter Stack wäre ganz geil. Dann haben wir den auch in der Leiste, dann sehe ich, wenn er voll ist. Das ist gut. Diese Shards brauchen wir nicht, aber mit Erfahrungspunkte bin ich Level 20. Um Level 30 ist, glaube ich, das Maximal, wo man für verzaubern kann. Und dann will ich auch dann direkt eine Diamantspitzhacke mit verzaubern, dafür muss ich erstmal Diamant finden. Wenn ich halt eine effiziente Spitzhacke habe, und es gibt auch die Verzauberung Glück. Und bei Glück 3 hat man halt eine ziemlich hohe Chance, dass man 2, 3, 4 Rohstoffe kriegt von dem, was man abbaut. Also nicht bei allen, aber zum Beispiel bei Diamanten. Okay, ich habe schon 64 schon mal. Und das hätte ich natürlich schon gerne. Moment, wo gerade meinst du? Ich sehe gar nicht irgendwas. Wer ist das? Ich hab Angst. Ich hau ab. Ja, wie hau ich am besten ab? Am besten springen in die Lava. Ich hab eigentlich jetzt langsam genug Rohstoffe. Ist das gleiche Öl, was jetzt verlaufen ist? Auf jeden Fall gehen wir, glaube ich, in die richtige Richtung. Genau, wir kamen von Westen. Da hinten sehe ich wieder Forest. Oh, eine Schlucht. Geil. Ja, hört sich an wie Wasser. Dieses Öl. Okay, wo lang? Da kommen wir in den Wald rein. Ja, finde ich schon ganz gut, dass hier so ein paar Biome sind. Da haben wir noch ein Rubber Tree. Aber ich habe 9 Saplings, also recht dicke. Dicke. Erstmal zumindest. Ich kann gerade nicht ganz so entscheiden, wo ich schon angehe. Sieht aus wie Krater da oben. Sind wir in so einem Nadelwald, glaube ich. Ne, ist nochmal nach. Das da ist Nadelwald.
Ich bin zu doof zum Springen. Typisch hochbauen. Ja, nicht so viel. Fail. Scheiße. Ein bisschen Aussicht haben wir hier. Oh, da ist ja mega viel Öl unten links. Und das fließt auch gerade, wie man sieht. Moment. Oh ne, das ist gerade zu Ende geflossen, aber hat sich gerade was verändert gehabt. Dann hätten wir hier in der Nähe Öl und Lava. Ich glaube, ich war aber auch schon auf dem Berg, ne? Bin dann hier runtergesprungen. Ja, weißt du was, ich glaube, ich gehe auf den Berg da. Ich würde gerne das Wasser da springen. Aber ich habe Angst zu sterben. Fuck. Was war das? Hier kann ich hochschwimmen. Nein. Boah, fast runtergefallen. Das ist eine Gratwanderung zwischen nicht runterfallen und nicht ertrinken. Oh oh. Was habe ich leider zugebauen müssen, wenn ich hier weiterkomme? Ich will gar nicht wissen, wie viele Minuten schon vergangen sind. Ja, ich beschleunige das einfach.
Oh, hier ist Öl. Ach, ich dachte, es wäre vulkanisch. Ja, ich glaube, hier mache ich eine Base. Irgendwie habe ich auch keine Lust, das zu beschleunigen alles. Jupp. Erstmal wird geschlafen. Baue ich mich mal in der Nähe irgendwo ein. Dann hier erstmal Zwischenbase bis dann Jetpack haben und dann nach einer besseren Base suchen können. Ja, dann baue ich doch hier erstmal so ein paar Sachen hin. Crafting Table. Dann am besten zwei Öfen. Kann man schon mal ein paar Erze schmelzen. Und wir haben schon fast wieder zu wenig Kohle, weil ich das... Ach, das habe ich nur einen gemacht. Und Stein haben wir auch zu wenig bald. Weil ich die Kohle ja für diese Emeralds und das für Glowstone ausgegeben habe. Das muss ich mir jetzt ein bisschen aufteilen. Machen einfach mal... Komm, mit Eisen mache ich alles. Beziehungsweise bis auf zwei. Weil ich halt für 2 Kohle 8, also 16 Eisen krieg. Und dann bleibt halt jeweils eins übrig. Krieg ich irgendwo Stein? Könnte ich noch einen dritten Ofen machen? Ich brauche noch einen Stein. Da ist auch Öl. Und da ist Öl. Und da ist Lava. Ja, dann ist halt eigentlich hier jetzt der Ort. Der erste Zwischenort. Haben wir endlich gefunden. Stein. Gib mich Stein. Gut. Soll ich erstmal das Inventar ausmisten? Oh, direkt die Wolken hier, das ist cool. Das ist doch cool. So. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Jetzt verschwende ich hier die Kohle. Dann ist es doch erstmal. Aber ich glaube, ich verschwende dann so Eisen. Ich guck mal kurz das nach. Das Anfangs-Setup von Maschinen war pulverweise auf jeden Fall. Jetzt fängt es hier an. Mit den Maschinen. Ein Pulverizer pulverisiert sozusagen die Erze, macht daraus 2 Pulver und wenn ich das Pulver wiederum schmelze, kriege ich dann 2 Ingots raus, also 2 Barren, statt nur eins, wenn ich das Erz direkt schmelze. Ich trinke mal noch mal kurz was. So. Dafür brauchen wir einen Kolben, einen Pisten, einen Maschinenrahmen, 2 Flints. Also ein Feuerstein ist das. 2 Kupfer, warum jetzt verschiedene mal angezeigt werden, ist, weil es verschiedene Mods sind und die alle Kupfer irgendwie brauchen. Dings also Kupfer beinhalten und dann kann man halt von allen Mods diese Kupfer nehmen. Dann brauchen wir noch einen Redstone Reception Coil. Aber dafür brauchen wir Redstone. Redstone finden wir in Höhlen.
Kann ich das noch irgendwie herstellen? War doch irgendwie aus Glowstone und Gold, aber es wird glaube ich nicht angezeigt. Shapeless Crafting. Wenn ich noch mehr industriellen Zentrifuge, aber die können wir noch nicht bauen. Ne, genau, mit Redstone und Goldstaub kriegt man Glowstone. Wo war das? Ja, dann können wir den Pulverizer noch nicht machen, dann müssen wir erst auf eine erste Minentour gehen. Dann können wir noch nicht zwei Erze aus einem kriegen. Merk uns das, Redstone brauchen wir als erstes. Und dann guck ich mal, wie war das nochmal? Electric Furnace. Und auch Redstone. Und Iron Furnace. Electronic Sursuit. Dafür brauchen wir diese Kupferkabel. Ich glaube, jetzt wird es für viele Leute langweilig. Aber für mich wird es eigentlich genau da interessant. Brauchen wir auch Redstone. Das heißt, wir brauchen für alles jetzt erstmal Redstone. Collect the Sensor Location Card, ja. Wo man ihn, es gab auch mal Rezepte, wo man zwei auf einmal kriegt, aber ohne diese Sensor Location Dinger. Oh man, das ich jetzt leider nicht mehr weiß. Das ist doof. Kupferkabel, machen wir Kupfer und Rubber. Rubber. Wir könnten die Rubber Trees anbauen. Kupfer könnten wir jetzt erstmal schmelzen, das brauchen wir. Das ist eine der ersten Maschinen, Electric Furnace, der einfach total also schneller ist als so ein Furnace. Ich könnte auch mal einen Iron Furnace machen als erste simple Maschine. Das ist auch einfach, der ist dann 25% schneller als ein normaler Ofen. Schicke ich mal. Schiebe mal, nein. Dann schicke ich mal hier den Rest hier rein. Tak, 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 tak. Und hier mal. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Na gut, schon ein bisschen schneller. Haben wir das? Sieht das gut aus. Dann eine Säge. Guck, ob auch eine Eisensäge funktioniert und wie baut man die nochmal. Ich glaube, das Rubberwood mache ich jetzt ganz zu Holz. Ach nee, ich hatte ja noch Holz. Mist. Egal. Wie ging nochmal eine Säge? Ach so, ich kann das ja hier als Nachbildung stimmt. Ja. Dafür ist es ja gedacht. Iron Handsaw. Viermal Eisen, dreimal Stick. Gut. Gucken, ob die auch funktioniert mit Marmor. Fuck. Gucken, wofür man die überhaupt gebrauchen kann. Wolle kann zerschneiden. Das ist alles Wolle. Rubberwood Panel. Ja, und Holz. Vielleicht baue ich doch mal mit Holz. Aber ich habe zwei verschiedene Holzarten, das sieht dann doof aus irgendwie. Aber ich versuche es einfach mal. Weil ich das Marble jetzt nicht zurechtschneiden kann. So. Ja, und das gibt es halt auch in der Modifikation, diese Microblocks. Damit kann man auch ein paar ganz kreative Sachen mitmachen. Ich baue hier jetzt mal so ein Haus hin. Boah, ich sehe jetzt schon, es dauert alles so lange, wird alles so lange dauern.
muss auf jeden Fall Sachen off Camera machen, glaube ich. Ich fange mal hier an. Also das ist echt ein Geduldsspiel. Allein jetzt hier ein ganzes Haus hinzubasteln, wird schon extrem lange dauern. Ja, das werde ich auf jeden Fall beschleunigen. Hier alles ausleuchten. Die kleinen Zombies und so was spawnen. Versetze ich dann noch einen weiter. Sonst kann ich da keine. Ja, kann ich den Block halt da nicht mehr nutzen. Das ist ja so eine doofe Lücke. Ja, und das, der eine Stack gleich auch schon weg. Die Spitzhacke ist ja auch schon gut durch. So, und im Grundriss jetzt schon mal. Ja, das ist auch ganz geräumig. Ach ja, ich wollte eine Kiste auch noch machen. Eine Kiste. Kiste. Zwei Kisten. Kisten. Tja. Huch. Ach, erstmal alles rein.
Ja, dann brauche ich auf jeden Fall Birkenholz demnächst. Ach, ich wollte ja das noch ein bisschen zuschneiden für die Seiten. Für die Ecken meine ich. Ich finde das cool. Buchs im Baum. Vielleicht mache ich auch nur die ersten zwei Lagen Holz und gucke dann, wie das aussieht, wenn ich dann nach Marmor nehme. Aber ich brauchte wirklich so eine Handsaw aus irgendeinem Edelstein. Aber ich finde, das Holz sieht schon ziemlich cool aus. Muss ich sagen. Wusste ich gar nicht mehr, dass man ja Redstone am Anfang auch braucht. Am Anfang muss man eh einen relativ großen Minentour machen. Dann will ich auch ein paar Diamanten finden. Aber früher wusste ich das alles noch schön, wie viel Diamanten man noch am Anfang braucht, um einen guten Start zu haben. Ich weiß halt alles nicht mehr. Ich mal raus. Das kommt wahrscheinlich nicht mal rein. Ich muss sagen, sieht echt gut aus, das Holz. Außer dieser Grafikfehler da hinten mit dem Schatten. Ich mach mal hier auch mal einen Waypoint, den ich immer hier zurückfinde. Kurz eben austrinken. Endlich fertig. Ja, dann würde ich sagen, muss ich mir noch kurz überlegen oder kurz gucken, was ich noch für Maschinen brauche und was ich dann auch von Minentour dann alles holen muss. Also Eisen, Kupfer und Zinn brauchen wir auf jeden Fall und Kohle. Und dann noch Redstone und ein paar Diamanten. Kann ich jetzt eigentlich. Genau, ein Obsidian brauchen wir glaube ich auch. Ich will den Enchanting Table nämlich recht flott haben. Jetzt auch mal zwei Diamanten, da brauche ich mindestens fünf Diamanten, also. Und Obsidian, vier Stück. Dafür brauche ich auch nicht immer einen Spitzhacke, um Obsidian abzubauen. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich ein paar Bücherregale, die man für den Enchanting Table braucht, damit man höher Level, beziehungsweise damit man seine Sachen hier, seine Ausrüstung mit einem höheren Level verzaubern kann. Da müssen also Bücherregale stehen. Holz muss ich mal holen.
reicht da vorne und hinten nicht. Wohl hätte fast gereicht. Ja, 6 Bücherregale sind ein bisschen wenig. Tu das mal jetzt mal hier rein. So, für die Minentour brauchen wir hier noch irgendwas von. Ich nehme mal 3 Eisen mit, falls uns eine Spitzhacke oder so ausgeht. Stein brauchen wir auch. Crafting Bench. Holz sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die lasse ich mal im Inventar. Essen haben wir. Vielleicht mache ich mal eine Ausrüstung, damit ich nicht so einfach sterbe. Eisen können wir uns ja dann noch besorgen. Wieder. Helm. Jo, dann haben wir auch alles. Dann sieht man über meine Lebens-, über meine Herzensanzeige da, die Rüstung jetzt. Ich mache mir einen Crafting Bench. Und dann würde ich sagen, packe ich das Zinn hier rein. Kohle brauche ich für Torches. Oh, alle Torches. Torches weg hier. Sugarcane könnte ich mal anbauen, damit ich mehr draus kriege. Kartoffeln nehme ich ein paar ungebackene noch mit. Könnte ich auch mal anbauen eigentlich. Ja, Holz muss auf jeden Fall haben. Ist noch was drin? Ich glaube nicht. Das Bett nehme ich einfach mal. Obwohl, dann ist ganz gut, wenn das hier bleibt. Ich habe einmal drin geschlafen, dann spawne ich doch drin, wenn ich sterbe. Holz kriegen wir da genug. Habe ich noch Dirt, damit ich was anbauen kann. Kann ich erstmal nichts anbauen. Und wenn ich erstmal nichts anbauen kann, dann ist die Kartoffel besser hier. Kartoffel. Ja, mal schlafen. Dann würde ich sagen, gibt es nächste Episode. Ich weiß nicht, ob es ja schon 2 waren, waren wahrscheinlich 2. Ich guck mal kurz nach. Ach, schon wieder eine Stunde. Ja, ich lasse, glaube ich, wahrscheinlich trotzdem noch eine Episode hoch. Nächste Episode. Ja, man kann ja auch durch. Muss halt nicht alles ganz gucken, man kann ja auch durchswitchen, so ein bisschen. Ja, nächste Episode gibt es dann die erste größere Mining-Tour. Bis dann. Tschüss.